In den vergangenen Jahren habe ich mich regelmäßig mit Navigationsgeräten auf meinem Kanal beschäftigt. Dieses Jahr ein günstiges Fernostgerät für unter 70 Euro. Mit 52 Ländern und lebenslangen Updates, großem 7 Zoll Display und verschiedenen Multimedia-Anwendungen. Ich war gespannt. Was ist dabei? Eine Anleitung in verschiedenen Sprachen, auch Deutsch und zusätzlich bebildert. Das Deutsch ist echt top und nicht so eine billige China-Übersetzung. Ein USB-Kabel zum Laden und um es am PC anzuschließen für Updates. Und eine gruselige Sonnenblende, die man leider aber echt braucht. Speziell wenn es draußen hell ist, spiegelt das Display extrem. Und ein 12-Volt Ladekabel fürs Auto. Der Saugnapf für die Scheibe und die Navi. Strom an und das Gerät startet. Wenn der Akku keine Restspannung mehr hatte, dauert es natürlich etwas länger als hier gerade erlebt. GPS-Signal verloren. Und irgendwie erinnert mich diese Darstellung und das Bild und auch die Stimme an eine mir sehr bekannte Marke. Und gerade auch wenn ich in die Menüs gehe, fühle ich mich als Blaupunktkunde wie zu Hause. Klar wird einem das Ganze dann, wenn man in die Infos schaut. Entweder handelt es sich um eine ODM-Software, die auch Blaupunkt kauft und hier an diesen Stellen dann seine Daten einträgt, oder es ist eine dreiste Kopie. Zumindest sind hier keine Anbieter der Navi oder Servicekontakte eingetragen. Und schaut man in die Lizenzen, bekommt man so einiges der Konfiguration angezeigt. Die Karte scheint zumindest von 2012 zu sein und braucht ein Update. Ich versuche immer eins zu bekommen. Man kann also wie gewohnt viel konfigurieren. Es stehen einem drei deutsche Sprecher zur Verfügung, wobei nur der eine Straßennamen kann. Da sind wohl nicht alle Pakete dabei. Einzig die Text-to-Speech-Stimme verfügt über einen größeren Sprachsatz. Dazu aber später nochmal. Gute Reise, fahren Sie vorsichtig. Hallo, ich bin Calypso TTS Pro, fahren Sie bitte vorsichtig. Gute Reise, fahren Sie vorsichtig. Hallo, ich bin Calypso TTS Pro, fahren Sie bitte vorsichtig. Man kann auch auswählen, was angesagt werden soll. Und wie schon gesagt, jeder kann sich die Anzeige so zusammenstellen, dass sie darstellt, was man braucht und möchte. Auf zum Navigieren mit der Navigation. Grundsätzlich habe ich anfangs den Fehler gemacht, dass ich mit der Stadt angefangen habe und dann nichts gefunden habe. Weil um die Stadt zu ändern, muss man erst hier in das Stadtmenü. Hier kann ich dann Hamburg eingeben. Und nun kann ich in dem anderen Screen wählen, wo ich in Hamburg hin will. Kein Beinbruch, aber man muss es wissen. Und nachdem man ein paar Tage die Navi nicht bedient hat, ist das nicht ganz so intuitiv. Hier unten bekommt man die Ergebnisse, die zu der Eingabe weitestgehend passen. Man muss also nicht haargenau eingeben, wie es geschrieben wird oder wo man hin möchte. Die Routenberechnung geht flott. Es ist ja auch kein TMC dabei, das die aktuelle Verkehrslage berücksichtigen müsste. Gleiches gilt bei der Rekalkulation der Route, wenn man sich mal nicht an die Vorgabe der Navi hält und mal woanders lang fährt. Jetzt links abbiegen.
Die Ansage der Calypso Text to Speech ist in den meisten Stellen gut. Leider aber mit Schwachstellen. Denn teilweise wurde auch das Sprachpaket nicht voll installiert. In 300 Metern rechts fahren, auf Hochschule Oak. Mobile Speed Kamera Ariad. Jetzt rechts fahren. An der Stelle hier angemerkt, dass die Standorte von festen Blitzern und von neuralgisch mobilen Punkten in der Navi enthalten sind. Hier gilt es natürlich, die Gesetze einzuhalten. Routenneuberechnung. In 700 Metern Wende. Speedkamera Ariad. Das GPS des Gerätes und die Positionierungsbestimmung auf der Karte sind sehr passend zu der realen Position. Hier in der Kurve und auf der Geraden passen die Querstraßen zur Karte. Alles in allem ist die reine Navigationsfunktion genauso einwandfrei wie bei den anderen Navigeräten, die ich bis dato getestet habe. Nur bieten die anderen einen gewissen Mehrwert wie Bluetooth, TMC und Stauumfahrung, bessere Sprache. Dafür kosten diese auch deutlich mehr als diese Version hier. Und neben der Navigation bietet dieses Gerät noch einige Dinge, die die anderen nicht haben. Okay, Taschenrechner. Na. Die Spiele sind teilweise schon witzig. Aber auch ein Videoplayer. Wer daher vorgesorgt hat und sich eine Micro-SD-Karte mit Filmen mitnimmt, kann im Stau den anderen Mitfahrern ein bisschen Unterhaltung bieten.